Heute bin ich im Gespräch mit Carsten Träger. Carsten ist unser umweltpolitischer Sprecher und unser Thema heute ist der Entwurf des ersten Gesetzes zur Änderung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes. Carsten, wir wohnen nach 200 Meter von der Müllumladestation entfernt und wenn bei uns irgendein Elektrogerät kaputt geht, dann trage ich das eben rüber oder fahre da mal mit dem Bollerwagen hin. Es wird ja, solange ein Kabel dran ist, kostenlos angenommen. Also insofern, das Thema, das ihr da habt, betrifft mich nicht persönlich. Aber es sind ja nicht alle, die so direkt neben einer Rücknahmeanlage wohnen. Was wollen wir denn in dem Gesetz ändern? Wie soll es denen zukünftig leichter gemacht werden, das Zeug nicht einfach in den Hausmüll zu schmeißen, was ja heute schon verboten ist? Genau, so ist es. Also du gehörst da zu den Vorbildern, die sich genau richtig verhalten. Aber leider haben wir nur eine Sammelquote, das ist so der Fachbegriff, von gerade mal 43 bis 45%. Die EU fordert von uns 65%. Und ganz ehrlich, in Zeiten von Rohstoffknappheit, und wir sprechen ja bei Elektrogeräten von wirklich wertvollen Innereien, seltenen Erden bei Handys zum Beispiel, müsste die Rückgabequote viel, viel höher sein. Und wir wollen jetzt das Rückgeben einfach einfacher machen. Davon versprechen wir uns wirklich, dass es sprunghaft nach oben geht mit dieser Quote. Was heißt das konkret? Ich weiß, bei uns nebenan ist ein Elektronikmarkt, der muss die sowieso zurücknehmen. Aber ich denke mal an Aldi, die verkaufen ja auch immer regelmäßig ihre Medion-Geräte, müssen aber zurzeit noch nicht zurücknehmen. Wird das geändert? Genau. Wir haben im Prinzip drei zentrale Maßnahmen, was die Privatkunden angeht. Das ist das eine, was du ansprichst. Das ist in Zukunft bei den großen Lebensmittelmärkten, also Aldi ist dabei. Überall dort, wo Elektronikgeräte angeboten werden, gibt es dann auch eine Rückgabemöglichkeit. Zweitens ist, dass wir es auf den Wertstoffhöfen einfacher machen wollen. Das heißt, da wird in Zukunft eine Beratung vorgesehen. Wie das dann in der Praxis aussieht, werden wir sehen, ob das gut klappt. Aber das ist zumindest das Ziel und der Wunsch des Gesetzgebers. Und das Dritte ist noch eine neue Schiene, dass man praktisch private Müllverwerter, die heißen zertifizierte Erstbehandlungsanlagen, dass man die mit reinnimmt. Und ja, heutzutage kann man mit Wertstoffen Geld verdienen und da gibt es ein Interesse und einen Markt dafür. Und deswegen, das wollen wir nutzen, um unsere Sammelquote nach oben zu bringen. Das finde ich gut, wenn du einfach beim Einkaufen deine alten Geräte mitnehmen kannst. Hoffe ich ja, dass diese Sammelquote deutlich hochgeht. Aber wir haben ja nicht nur die Privathaushalte, wir haben ja auch die gewerblichen Betriebe. Was soll bei denen passieren? Also bei denen ist die Lage ganz frappierend. Die Zahlen sind unterirdisch. Da sind wir wohl nur bei 4% Sammelquote. Und deswegen packen wir das auch an. Allerdings erstmal in einem Schritt, dass wir überlegen, wie wir es machen. Also die Hersteller von Elektrogeräten, also da zählen dann eben auch Computer- und Handyhersteller dazu, alle, die in Deutschland verkaufen, die werden jetzt verpflichtet, dass sie Konzepte entwickeln für die Rücknahme. Das ist zugegeben jetzt erstmal ein erster Schritt, aber irgendwann wird diese Konzeptphase dann auch abgeschlossen sein und dann werden wir da zu konkreten Maßnahmen kommen. Jetzt weiß ich, dass wir auch oft dieses Thema haben, illegaler Export von solchen Elektrogeräten ins Ausland und da werden sie eben nicht vernünftig behandelt, sondern sie landen auf irgendeiner Schrotthalde und werden von Menschen unter den unwürdigsten Bedingungen auseinandergekloppt. Das passiert auch oft durch Online-Händler und Online-Händlerinnen. Habt ihr das auch adressiert? Ja, also es gibt schon die Verpflichtung, dass sich alle Unternehmen, die in Deutschland handeln, dass die sich bei einer Stiftung registrieren lassen müssen. Die heißt in Kurzform IR und in Langform heißt die Stiftung Elektro-Altgeräte-Register, auch ein schönes Wort. Also es gibt die Verpflichtung, dass sich alle, die Handel treiben mit solchen Geräten, bei dieser Stiftung registrieren lassen. Und in Zukunft müssen auch die Online-Marktplätze das dann auch tun. Das heißt, wir haben dann eine bessere Transparenz und Verfolgbarkeit.
Illegale Transporte sind auch heute schon verboten. Allerdings ist die Verfolgung schwierig, weil wir nicht genug Infos haben. Und das soll damit mit dieser ausgeweiteten Registrierungspflicht ein Stück weit dem entgegengewirkt werden. Auch hier ist es ein erster Schritt und das Problem ist erkannt. Wir müssen da sicherlich noch mehr machen in die Richtung. Aber ich bin jetzt froh, dass wir erstmal einen ersten Schritt machen. Den ersten Schritt, der ist ganz wichtig aus meiner Sicht auch. Carsten, herzlichen Dank dafür. Viel Erfolg noch, dass ihr die weiteren Schritte macht. Und ich weiß es aus den vielen Zuschriften, die ich kriege. Ich weiß aber auch, dass ihr das Thema auch angefasst habt, nämlich das Thema Reparatur. Je später wir ein Elektrogerät wegschmeißen, umso weniger Müll haben wir und umso weniger Ressourcen. Aber ich glaube, das ist ein ganz heißes Eisen, das ihr noch schmieden müsst. Ich wünsche euch da viel, viel Erfolg. Erstmal für dieses Gesetz und dann für eure weiteren Bemühungen. Und herzlichen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Also oberstes Ziel ist immer Müll vermeiden und danach Müll oder Wertstoffe wiederverwenden. An der Vermeidung müssen wir definitiv auch arbeiten. Und dann haben wir auch die Reparaturgeschichte im Blick. Produktverantwortung sind so Stichworte. Also gibt es Überlegungen, aber heute bin ich erstmal froh, dass wir jetzt hier mal ein gutes Stück vorankommen. Ich danke dir. Gerne. Ciao, ciao.